wie soll man das erklären, was der tut? Der macht irgendwie, egal was für ein Lied man hat, der macht einfach alles cool. Der macht das so Reggae-mäßig. Wie soll ich denn das erklären? Ach, zeige ich mal später, wenn der Song fertig ist, da hört man das auch ganz deutlich dann, was der Unterschied ist, wenn ich diesen Swing da aufdrehe. Den hier. So oder vielleicht doch so. Ups. Das ist so viel, das ist viel zu viel. Die hätte es auch irgendwie. Ich mag das nicht. Vielleicht mache ich aber einen Kompressor rauf. Nee. Die Head ist zu aggressiv, finde ich. Die ist viel zu aggressiv. Ich nehme doch eine andere. Vielleicht sowas. Ja, die ist ja auch so aggressiv, das liegt jetzt am EQ wahrscheinlich. Oder am Hall oder am beides. Ist einfach zu laut. Na, du sollst hier vorwärts gehen. So wollte ich das nicht. Jetzt habe ich gerade die Melodie im Kopf verloren. Ja, so. Ich kann die Hätte ja immer noch ersetzen, falls sie später sich scheiße anhört. Es sind ja gerade ein paar Leute da, die zugucken. Und meine Nase läuft, das ist super. Ich werde gleich, das ist erstmal der Anfang des Streams. Es ist Samstag, man kann ausschlafen und so wie jeden Samstag, fast jeden Samstag, wo ich gestreamt habe, habe ich Stunden gestreamt. Und am Ende des Streams waren viele da. Es war sehr lustig. Ich kann immer, wenn ich schon daran denke, muss ich lachen. Ich kann immer erzählen, in diesem Stream, war das der GLP-Song-Stream? Nein, das war ein anderer, auf etwas länger her. Da hatten wir, oder da habe ich darüber geredet, wie scheiße mein Stuhl ist. Weil der die ganze Geräusche macht. Egal wie ich mich bewege, er quiekt einfach. Und dann hatten die Leute im Chat die Idee, mach doch einen beschissenen Remix drauf, raus. Und ich wollte es halt nicht. Und dann habe ich es doch gemacht. Und da habe ich das aufgenommen, den Stuhl, wie der quiekt. Und das hat sich ein bisschen angehört. Jetzt kommt das Komische daran. Es hat sich ein bisschen angehört wie Perry das Schnabeltier von dieser Kindersendung. Wer das kennt, weiß ich, wie dieses Schnabeltier anhört, dieses Rrrr. Und darüber haben dann Leute im Chat gestritten. Nein, es hört sich so an, es hört sich nicht so an. Das war sowas von scheiß lustig. Und dann am Ende haben wir uns YouTube-Links zugeschickt. Mit dem Geräusch von dem echten Schnabeltier und haben das verglichen. Im Livestream. Das ist so bescheuert gewesen. Aber sehr lustig. Leider hatte ich das nicht aufgenommen. Hier zu viel.
letzte Akkord hier, der gibt wirklich alles raus. Tipp, tipp, tipp. Ach so, das ist hier die leise hätte. Hat halt eine Melodie, die hätte, ne? Würde ich die jetzt mit, was ich wahrscheinlich auch machen werde, damit das harmonisch, sagt man harmonisch, damit das zusammenspielt, werde ich gleich Bells machen, die genauso tackern oder was auch immer wie die hätte. Bevor ich das allerdings machen werde, wie schon gerade gesagt, werde ich jetzt kurz 10 Minuten Pause machen und danach wird es wahrscheinlich erstmal nach 3-4 Stunden keine Pause geben. Wir haben jetzt schon eine Stunde aufgenommen und ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause, wie ich schon gerade gesagt, weil ich muss mit dem Hund Gassi gehen und ich muss auf Klo. Und falls ihr jetzt auf Klo müsst oder noch irgendwas anderes zu tun habt und ihr möchtet mit unbedingt zugucken, dann ist das jetzt die Gelegenheit. Also, ich kann nicht mehr sprechen. Ich sollte auch was trinken. Mache ich jetzt eine 10-Minuten Pause, das heißt, ich gehe hier rein und mache gleich Musik an und wir sehen uns dann in 10 Minuten wieder. Bis gleich. In 10 Minuten. Nothing phony, don't hate on me, what you get is what you see. Toll. Schön, dass die ganze Zeit das A Cappella vom Song läuft. Ja, super. Ich hatte in der Playlist, die ich hier gerade abspiele, die A Cappella-Version noch von dem Song. Super Musik. Kann man auch super mitsingen. Toll. Gut. Dann kann es ja weitergehen. Was kommt denn danach? Was ist denn das? Was ist das denn? Was ist da? Warum habe ich das in der Playlist? Okay. Von Jennifer Lopez. Gut, dann kannst du jetzt weitergehen. Hier. So, erstmal aufrecht hinsetzen wieder. Der Hund hat ihre Geschäfte gemacht. Ich muss da kurz was einstellen, weil der Chat, da stimmt was nicht. Ausschnitt. Das ist falsch. Schnitt auswählen. Warum? Manchmal verstehe ich OBS nicht. Jetzt kann ich das hier wieder machen, obwohl ich das schon gemacht habe. So. Und okay. Das müsste der Chat. Ja. So. Ich habe hier zu viel Zeug rumliegen. Wo waren wir stehen geblieben? F, das ist das, F, das ist das, F, F, cis, das, F, das, cis, das. Das ist komplett falsch hier. So. Ich muss mal ganz kurz husten. So. Gott, ist ja was tief. Los. Das hört sich geil an. Würde aber nicht passen. Hört sich trotzdem geil an. Naja, wer sagt, dass das nicht passen würde?
Es ist nur die Frage, das war auf F. Was ist das, André? Ich komme langsam auf den Geschmack. Was so, welche Richtung? Chill. Kein Trap. Nee. Voll die falsche Note. Nee, hä? Hä? Schweizer 2000 Joint, willkommen im Stream. Lange nicht gehört. Eine Woche. Ist zu viel, ist zu viel, ist zu viel. Ich würde gerne noch so eine Clap haben. Also so eine Clap. Genau so eine Clap. So, dann verteilen wir das mal auf links und rechts. Vielleicht nehme ich doch so einen Raumhall. Probiere gerade ein bisschen rum. Ein bisschen lauter machen. Alter, ist hier viel drauf. Hier Reverb. Oh. Ich glaube, das Plugin ist gerade abgeschmiert. Kann es sein? Ja. Scheiße. Ich habe es aber gespeichert. Ich speichere. Blub. Was jetzt? Neuladen. Ich hoffe, ich finde den Bass wieder. Steht hier irgendwo der Name? Geil. Toll. Ja, das ist doch mal ein geiles Plugin. Tolle Scheiße. So, speichern, schließen, nochmal öffnen. Ich liebe Plugins, die zu groß für Fruity Loops sind. Oder allgemein zu groß sind und dann abschmieren. So, aber. Geil. Jetzt kann ich den Bass wieder raussuchen. Ich hoffe, ich finde ihn jetzt. Es war hier, ne? Ich hatte zuerst den Sub-Bass. Oder? Was ist hier? Ich. Doch, ich hatte zuerst den Sub-Bass. Oder? Scheiße. Ja, toll. Ist ja super jetzt. Ach so, ja, genau. Ich wollte so einen Dingsbass finden. Okay, das müsste ja irgendwo am Anfang sein. Ich finde den schon. Ich finde den schon.